Mehr verteckt. Ich dachte, nein, wir kapern keine Arche. Die kann man nicht kapern. Sie sind Ach, die sind lebende doch super Dämonen. schnell. Doch, auf jeden Fall. Die sind lebende Dämonen. Du kannst einen Dämon nicht kapern. So, warte mal. Wir haben jetzt 2 Stunden gespielt. Dann schaffen wir das, glaube ich. Was ich mir heute vorgenommen habe. Frosty, ich fahre dir mal in die Parade. Du kennst uns. Du weißt, dass wir es nicht schaffen. Nee, ich wusste nicht genau, wie lange das alles dauert. Und doch, das passt. Ich glaube übrigens, ich fange demnächst an, einfach alle Leute am Genick zu packen, damit sie bei mir bleiben und nicht in alle 10 verschiedene Richtungen wegrennen. Dann dauert es aber länger, bis wir uns alle erwischt haben. Das ist Oder gar keine Strago, schlechte Taktik. wenn das Strago will, kann er sich auch muten. In der Oder Pause. ich kette mich irgendwie an an Brindisian fest, weil er der Einzige hier ist, der nicht dämliche Dinge tut. Ich tue auch keine dämlichen Dinge. Nein! Ich renne auf die Ich hab. Mauer! Das sind 100.000 Numeria! Ich bleib hier oben stehen, während das Tor bricht und beschmeiß die mit Tüchern und Steinen. Dass Washer rauskommen, war irgendwie klar, und dass ich was von oben versuche zu machen, werde ich hinterm Tor versteckt, ist ja wohl auch keine dumme Idee gewesen. Und Also, das Viech wenn. vorhin habe ich zu Fall gebracht, übrigens. Also. Lass mich in Ruhe. Also, Du Ritter. wenn selbst der Ritter, der den Dämon lachend in die Klauen rennt, zum Rückzug anbläst, sollte man vielleicht drüber nachdenken, ob man mitmacht. Denn Ja. danach ist keiner mehr da. Das war der Plan, dass sie alle vorbeirennen, man sich versteckt und dann zu Rodrigo rennt. Der hat andere Motive als du. Ich weiß! Das ist ja das Schlimme. Nur weil du mit einer Frau reist, die du ja offensichtlich hasst und insgeheim doch gerne mal flachlegen würdest, heißt das noch lange nicht, dass es allen von so gehen muss. Aber ich leg Darum. dich gleich mit der Rückhand flach. Himmels Willen. Gib's doch zu. Frau ist. Ich hätte so gerne eine von dir und Frosty ausgespielte Sexszene zwischen den beiden Charakteren. Das wäre so Das schön. wird nicht passieren. Die Frau ist übrigens 7 Jahre jünger als ich. Da und? Ich bin auch jünger als Rodrigo. Was soll das denn heißen? Ja, ihr beide seid noch komisch. Wir sind nicht komisch, wir sind süß und romantisch miteinander. Also, das findet nur ihr. Sitzen. Ja, Schon also auf ich uns muss gewartet. sagen, Jalan hat seinen Charakter wie immer schlecht gespielt. Ich hab dich auch lieb, du Sau. Ansonsten alle anderen, super Performance. Hat Spaß gemacht, die 2 Stunden, die ich da habe, beziehungsweise die 1,5 Stunden zuzuhören. Ich hab's ein bisschen vermisst, dass ich nicht einfach zurückspulen konnte und über so ein YouTube-Video. Weil als ich die ganzen YouTube-Videos da immer geguckt habe, konnte ich immer, wenn ich irgendeine Szene super fand, konnte ich mir die nochmal anhören. Das ging hier leider nicht. Aber ja, interessante Charaktere auf jeden Fall. Die meisten kannte ich ja schon. Bendijan redet inzwischen mehr, als er damals geredet hat. Ja. Fand alles in allem, das, was ich gehört habe, überzeugend. Ja, ansonsten Was mache ich ich die konnte Teile meinen selber. Also Ich ja, habe dann nämlich. eigentlich ist es gar nicht so schlecht, dass du immer Angst hast. Du hast dir jetzt schon so oft Pipi in die Hose gemacht, aber dein Charakter lebt noch, also. Ich konnte heute schon wieder meinen Chippy nicht verbrennen. Frosty, was ist das Oh. denn? Muss man wieder mit mir Abenteuer bestreiten. Stattdessen beschmeißt du mich hier überhaupt ran, Moskitos. Und wo sind eigentlich die AP von heute? Ach so, richtig, die muss ich noch eintragen. Ja, fertig. Ich habe keine AP bekommen. Dann müsste ich mir jetzt hier überlegen, was ich die letzten 1,5 Monate so getrieben habe. Ja, und dort dementsprechend eine Steigerung anpassen. Ja. Ich bin in eine Töpferschule gegangen. Genau, wenn du rumtrollst, dann können wir das Ganze gleich sein lassen. Also wenn dann so eine Steigerung wie bei Nautiktosch kommt, dann suche ich halt eine Frau. Oder Hey, wenn du mein meinst, du musst Nautiktosch. Ich irgendwie bin mit dann auch den. mal weg. Bis dann, ne? Ciao. Ciao. Du Tschüss. meinst, du musst dann mit den Paktierern irgendwie zugange gewesen sein, also. Ich weiß Ey, auch nicht. Helmer Harfax ist schon ein nicer Boy. Der ist. Na doch, der ist Paktierer, glaube Ich ich. muss es jetzt wissen, was hat er denn gemacht? Ist er irgendwie als Großmeister im Töpfern wieder gekommen oder was? Mit Ja, Nautiktosch? Nautiktosch Nein. sollte Sinnenschärfe steigern, der hat Sinnenschärfe 0 und das ist der Kapitän. Und dann hat er irgendwie 600 Abenteuerpunkte in Töpfern und in Athletik oder Akrobatik. Akrobatik gesteigert, Akrobatik als weil er auf dem Zwerg. Seil tanzen wollte. Akrobatik, gebt ihr das erstmal, ja? Erstens, Akrobatik 12 als Zwerg. Zweitens, Kapitän eines Schiffes als Zwerg. Ich Mit habe noch irgendwas anderes Pechmagnet und Verrücktes. 7 Schiffe sind schon untergegangen. Der Charakter ist nicht ganz ernst gewesen. Ich Nicht meine, ich nur kenne auch jetzt. Eferdis, die versenken ihre AP in Schnaps, brennen und wundern sich hinterher, dass ihre Religion ihnen das Brennen verbietet. Also, weiß nicht. Schnaps brennen kann ich jetzt ja auch wegen dem Buch von Lido Korg. Oder? Und dann über kochende Menschen Planken kochen reden. kannst du da nicht. Ja, Menschen kochen kann ich auch. Also, Brigitte, falls du mal deine Hand nicht mehr brauchst.
Ich werde wiedergeboren. Ja, siehst du, perfekt. Dann können wir dich einfach als Notnummeration mitschleppen. Ich kenne da einen Chortempel, da könntest du vielleicht mal Müll wühlen. Ich komm dann einfach so als Zarboronit wieder. Abridichan, wir brauchen dein Fleisch mehr als deine Seele, zack. Meine Seele, haben Maraskana eine Seele? Ja klar. Die Seele wird ja in einen neuen Körper wiedergeboren. Das sagen die. Das sagen die. Aber ich weiß es natürlich besser. Ich bringe die alle um, weil das alles Dämonenpaktierer sind. Und dann zwinker ich Jalan zu und dann ramme ich ihm auch noch den Dolch in den Rachen. Just kidding. Das geht nicht, denn mein Rachen ist mittlerweile mit 5 Punkten gepanzert, ja? Okay. Dann wird das wohl doch nichts mit meinem Superdolch. Ich habe aus Maraskan gelernt. Ja, einfach noch mehr Rüstung, auf jeden Fall. Maraskan lernt man, dass man noch mehr Rüstung braucht. Ja, hör mal, wäre ich so wie jetzt... im Rachen wahrscheinlich. Wäre ich so wie jetzt angezogen bin bei Belarion Minning, wer denn nackt mit dem Blut von den Eiern Tropfen in der Wanne steht, reinmarschiert, der hätte mich mal gekonnt. Nee, der hat hier immer noch den Karma-Tip mit 24 Schaden ins Gesicht gedrückt. Ja, aber 24, komm, 24 überlebe ich in Rüstung. Ja, den Schlag hast du ja... Ah nee, hättest du nicht überlebt gehabt, stimmt. Doch, ich hätte noch einen LP gehabt. Aber ja, hallo? Dann gehst du einfach, rennst du einfach mit GS1 weg? Ja, versuch mal eine Selbstbeherrschungsprobe, wert um 30 zu schaffen. Ja, easy.